trennen davon. Ja, meine Damen und Herren, und auf diese Schwächung des Immunsystems möchte auch mein Fachkollege Dr. Wolfgang Hingst hinaus, und zwar in seinem nächsten Film. Er hat nämlich bei Herrn Universitätsprofessor Dr. Dostal in Wien gedreht, und Professor Dr. Dostal besitzt eines der wenigen Geräte in Österreich, mit denen man das Funktionieren des Immunsystems messen kann. Mit modernsten Geräten, mit Hilfe der sogenannten Durchflusszytometrie, kann heute die Schwächung des Immunsystems, also der körpereigenen Abwehr, registriert werden. Ein Laserstrahl tastet die verschiedenen Zellarten des Immunsystems ab und zählt sie. Aus den Verhältniszahlen und Absolutwerten kann der Arzt auf Erkrankungen schließen. Ursache der Schwächung des Immunsystems sind unter anderem giftige Schwermetalle, zu denen auch Quecksilber gehört. Es handelt sich zum Teil um Veränderungen im Zentralnervensystem, also im Gehirn, der Nerven, Entzündungen, chronische Entzündungen. Das ist ja, die Quecksilbervergiftung ist eine chronische Vergiftung oder wie wir sagen, Intoxikation. Wir sehen weiterhin zum Teil auch solche Veränderungen bei Art Bronchitiden, asthmatischen Veränderungen und so weiter. Also das sind alles Verdacht auf Schwermetallvergiftungen, sofern natürlich auch hier primär ein Grund vorhanden ist, also dass zum Beispiel eine Amalgamblomben in größerer Zahl vorhanden sind und so weiter. Bei Verdacht kann aufgrund von Blutproben der Quecksilberspiegel genau bestimmt werden. Das Tückische ist, dass das giftige Schwermetall im Körper abgelagert wird. Depots sind vor allem Knochen, innere Organe und das Gehirn, in dem Quecksilber mit einer Halbwertszeit von 18 Jahren besonders lang gespeichert wird. Quecksilber wird in den Organen abgelagert, vor allem im zentralen Nervensystem, in den Genitalorganen und in der Niere. Aber auch in der Leber hat man Depots von Quecksilber. Menschen, die so belastet sind mit Quecksilber, sollten sich nach Entfernung ihrer Amalgamplomben einer Ausschwemmungstherapie unterziehen. Diese Ausschwemmungstherapie muss unter ärztlicher Kontrolle durchgeführt werden. Es gibt verschiedene Substanzen, mit denen man das machen kann. Eine davon ist das D-Penicillamin. Eine weitere Möglichkeit wäre, Quecksilber zu entgiften mit Zink und hohen Dosen Vitamin C. Aber auch mit Selen können Sie Quecksilber entschärfen. Und schließlich und endlich gäbe es noch in Deutschland eine Substanz, die in Österreich noch nicht erhältlich ist. Das ist DMPS. Man hat gesehen, dass man mit diesen Substanzen in der Ausscheidungstherapie sehr rasch nach der Verabreichung hohe Spiegel an Quecksilber im Harn findet. Der Nachteil an dieser Therapie ist, dass mit den Schwermetallen, die sich negativ auf den Organismus auswirken, leider Gottes auch die guten Spurenelemente mit ausgeschieden werden, sodass es unbedingt erforderlich ist, anschließend eine Supplementierung mit den lebenswichtigen guten Spurenelementen durchzuführen. Harnproben von hunderten Patienten in der Bundesrepublik haben nach Ausschwemmungstherapien zum Teil unglaublich hohe Quecksilberwerte gezeigt. Der international bekannte Münchner Toxikologe Max Daundrer erklärt dazu, das Einsetzen neuer Amalgamplomben ist ein ärztlicher Kunstfehler. Nach unseren Erfahrungen an über 500 Patienten mit mehreren Amalgamfüllungen müssen wir sorgen, dass es sich hier um eine chronische Vergiftung aus Quecksilber, Kupfer und anderen Schwermetallen handelt, die so stark ist, dass ab sofort keine weitere Amalgamfüllung mehr eingesetzt werden sollte und bei entsprechenden Beschwerden die alten auch langsam ausgetauscht werden sollten. Was sind denn die Beschwerden? Die Beschwerden sind von Seiten des Nervensystems Müdigkeit, Schlappheit, Gereiztheit, Apathie, Nervenschmerzen, Bauchschmerzen und so weiter. Ganz vielschichtiger Natur. Hier muss der Patient sich mit seinem Hausarzt unterhalten, ob hier Amalgam die Ursache sein kann. Professor Daunderer spricht von einer chronischen Quecksilberspeicherkrankheit. Amalgamplomben seien die Hauptursache, weil die Vergiftungen nur auftreten, solange sie sich im Mund befinden. Ja, meine Damen und Herren, ich glaube, wir haben jetzt aus diesem Film bereits eine ganze Reihe von Verhaltensmaßregeln erfahren, und wir sind der Meinung, eine gute Informationssendung soll und darf einen Patienten nicht verunsichern.
Wir bedienen uns der besten Experten, die wir finden konnten. Und meine Frage jetzt natürlich an meine beiden Studiogäste. Was kann man jenen Gästen, Herr Professor, Zuschauern raten, die Amalgamplomben im Mund haben? Wie können sie sich auch aufgrund unserer neuesten oder ihrer neuesten Erkenntnisse verhalten? Zunächst einmal ist ganz klar zu sagen, dass ein absoluter Großteil der Patienten aufgrund einer durchaus normalen Belastbarkeit keinerlei Reaktionen zeigen wird. Zweitens, jeder, der wirklich das Gefühl hat, und ich möchte auch diejenigen ansprechen, die kein Amalgam im Mund haben und diese Problematik der Schlappheit, der Müdigkeit und so weiter haben, dass die sich ebenfalls stellen, wird sicherlich in unbürokratischer Art und Weise eine Untersuchung ermöglicht. Und wenn dann tatsächlich eine solche Belastung auftritt, wird ihnen geholfen werden. Die Argumente vom Herrn Daunderer haben uns ja im Auditorium Maximum damals sehr stimuliert. Ich finde nur, Herr Daunderer, bei aller seiner Eloquenz und seiner sicherlich respektablen Wissenschaftlichkeit, kann nach einer Untersuchungsdauer von 4 Monaten eine solche absolut harte Stellungnahme durchaus nicht so hart formulieren mit Kunstfehler. Ich möchte mich da schon sehr schützend vor unsere Kollegen stellen, die morgen und übermorgen an der Front des wirklichen täglichen Tuns Amalgamfüllungen Legiatis legen wollen. Das heißt, das halte ich mit Sicherheit für einen noch, na, wollen wir sagen, absolut nicht von dir. Also nach Standpunkt. Den Gesetzen der ärztlichen Kunst legen wollen. Und das ist ja gar nicht so einfach, wie wir ja schon des Öfteren gehört haben. Durchaus nicht. Herr Professor Dr. Thiel, Ratschläge an unsere Zuschauer. Ich bin nicht der Meinung, wie der Herr Kollege, dass das Amalgam unter Umständen ungefährlich sein kann. Ich glaube eher, dass es nötig ist, dass der Arzt aufgrund seines Eides, in dem er versprochen hat, die Schadwirkungen von seinem Patienten fernzuhalten, lieber versucht sein sollte, irgendetwas anderes zu nehmen, außer Amalgam. Wenn das als giftig erkannt ist oder der Verdacht nur vorhanden ist, dass es wirklich giftig ist und man kann etwas anderes verwenden, so wird er eben was anderes verwenden. Also Amalgam verhindern. Amalgam verhindern. Ja, danke, Herr Professor. Meine Damen und Herren und meine Kolleginnen und Kollegen von der Wir-Redaktion haben auch etwas vorbereitet, nämlich ein Merkblatt. Es heißt hier im ersten Satz, 90% aller Menschen mittleren Alters tragen Amalgamplomben. Diese Informationsblätter sollen allen, die durch die Amalgam-Diskussion verunsichert sind, helfen und praktische Unterstützung bieten. Und diese Informationsblätter können Sie über unseren Kundendienst anfordern, und zwar über die Telefonnummer 82 36 71. Es sind schon viele dieser Blätter in den vergangenen Wochen angefordert worden. Wir haben diesen Kundendienst weiterhin aufrecht. Bitte bedienen Sie sich dieser Informationen. Es wird hier mal ein allgemeiner Überblick gegeben. Es gibt des Weiteren dann auch Buchtipps, Hinweise auf Literatur und vor allem Adressen, Namen und Adressen von Ärzten und Laboratorien, wo Sie Ihren Quecksilberspiegel im Blut sozusagen testen lassen können, wo Sie sich beraten lassen können, wo Sie ärztlichen Rat, individuellen ärztlichen Rat bekommen. Meine Herren, ich glaube, wir haben so im Prinzip einmal das Wesentlichste für heute besprochen. Gibt es noch irgendwas Besonderes zu sagen, Herr Professor Slavicek? Prinzipiell glaube ich, dass es kein Anlass ist, heute ohne ein besseres Material von der mechanischen Seite her zu haben, den Patienten in irgendeiner Form Angst zu machen. Ich glaube, dass er heute noch immer gut bedient ist. Ja, und diesem Schlusswort, meine Damen und Herren, herzlichen Dank, Herr Professor, möchte ich mich anschließen. Am kommenden, das heißt diesen Freitag, gibt es eine weitere Sendung über Zähne, und zwar Professor Neumeier berichtet in seiner Sendung Diagnose über Zähne. Und ich darf mich bis übermorgen von Ihnen verabschieden. Ich sage auf Wiederschauen und guten Abend.